zeige euch heute ein paar Dehn- und Mobilisationsübungen, die man so ein bisschen kombinieren kann. Und dazu geht ihr in den Ausfallschritt, dürft aber hier das Knie ablegen, nicht so wie den Übungen vorher. Und dann guckt ihr einfach, dass ihr ein bisschen nach vorne geht, gucken, dass das Knie nicht über den Fuß drüber geht. Und dann sollte das hier oben im Oberschenkel ziehen. Wenn ihr das mal ein paar Mal hin und her gewippt habt, dann könnt ihr das auch umkehren sozusagen. Und dann zieht es hier hinten in der Fuß- oder Beininnenseite. Das andere geht dann auch auf die andere Seite. Könnt ihr unterschiedlich oft machen, bis ihr euch ein bisschen fit fühlt in den Beinen. Und dann zur Kombination mit den anderen Körperregionen kann man eben auch einen Ausfallschritt gehen und dann gucken, dass man mit dem Ellenbogen ans Sprunggelenk kommt und dann den Oberkörper aufzieht. Das kann man dann auch immer mal wieder wiederholen. Das Ganze geht natürlich auch auf die andere Seite. Eine andere Übung, um auch den Oberkörper mit zu mobilisieren, Schultern nach hinten zusammenziehen und dann seitlich drehen. Und wenn man jetzt von den Beinen ein bisschen weggeht zu den Schultern, dann kommt man auch zu einer schon bekannten Übung, zu dem herabschauenden Hund. Da schön die Beine durchstrecken, wenn es klappt, die Fersen auf den Boden lassen und dann runter in die Cobra. Gerne abliegen mit den Oberschenkeln, schön ins Hohlkreuz und dann zur Seite. Und dann das wieder rückwärts, wieder hoch und hier auch zur Seite. Kann man auch ein bisschen wiederholen, bis man sich fit im Rücken und in den Schultern fühlt. Genau, und der Vincent und der Dominik zeigen euch jetzt noch ein paar andere Dehnübungen für den Hüftschwung.